Heute geht es bei mir um das richtige Lesen von Blütenformeln. Ich habe hier eine typische Monokotylenpflanze aufgezeichnet. Das erkennt man daran, dass in der Formel überall ein Dreier vorkommt. Ich beginne mit der Erklärung der Formel, am besten bei Position 1. Und zwar, das ist die Symmetrieebene. Und der Stern steht hier für radiasymmetrisch. Das heißt, ich habe mehr als drei Symmetrieebenen. Also ich zeichne hier die Symmetrieebenen mal durch. Hier haben wir die erste, die zweite und die dritte. In der zweiten Position sehen wir hier das P 3 plus 3. Also das P steht, wie ich ja im letzten Video schon erzählt habe, für das Perianth. Das ist in diesem Fall einfach, da wir nur ein P angegeben haben. Und das 3 plus 3 kommt dadurch zustande, und zwar wir haben hier einen äußeren Tipalenkreis und einen inneren. Dann gehen wir weiter zur dritten Position. Und zwar steht hier A3 plus 3. Das A steht für Androtium. Das sind die Staubblätter, also der männliche Teil der Blüte. Und hier haben wir ebenfalls wieder zwei Kreise. Also hier, hier und hier. Das ist der äußere Stamina-Kreis, und diese drei gehören zum inneren Stamina-Kreis. Und dann ganz zum Schluss befindet sich der weibliche Teil der Blüte, und zwar gekennzeichnet durch G. Also das G steht für Gynoecium. Und die Zahl 3 sagt dir aus, dass das Gynoecium 3 Kapelle umfasst. Was hier noch besonders ist, sind die Klammern vor und hinter dem Dreier. Dies bedeutet, dass die drei Kapelle miteinander verwachsen sind. Und der Strich unter dem Dreier bedeutet, es handelt sich um ein oberständiges Gynoecium. Das kann vielleicht ein bisschen irreführend sein. Also der Strich unten steht für oberständig, und wenn der Strich oben ist, handelt es sich um ein unterständiges Gynoecium. Im Gegensatz dazu möchte ich euch auch ein doppeltes Perianth zeigen. Und zwar haben wir hier bei Position 2 nicht ein P stehen für Perianth, sondern dies ist unterteilt, das Perianth, in Kelchblätter und Kronblätter. Und zwar sind das hier die Kelchblätter. Und hier die Kronblätter. Und oben haben wir beim Perianth auch 3 plus 3 stehen gehabt für einen äußeren und einen inneren Kreis. Das ist hier nicht der Fall, und zwar sind nämlich alle Kelchblätter in einer Ebene und alle Kronblätter in einer Ebene. Und in weiterer Folge seht ihr dann auch bei den Stamina, also bei den männlichen Blättern,
Oben haben wir wieder einen inneren und einen äußeren Kreis gehabt und diese liegen hier wieder alle auf einer Ebene. Das heißt, in der Formel ist also kein Plus enthalten. Zum Schluss möchte ich noch auf die Position 1 eingehen. Also hier haben wir in der ersten Grafik ja das radiärsymmetrische Ebene gehabt, gekennzeichnet mit einem Stern. Und es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, und zwar habe ich diese hier aufgezeichnet. Wir haben hier eine Kreuzblüte, und zwar gekennzeichnet durch ein Kreuz. Dies ist typisch für die Brassicaceae. Also für alle Kohlsorten zum Beispiel. Und man kann hier sich auch merken, dass man zwei Symmetrieebenen hat. Diese habe ich hier jetzt schon in der Grafik eingezeichnet. Im Gegensatz dazu ein anderer Spezialfall auf der rechten Seite, und zwar durch einen Pfeil nach unten gekennzeichnet. Dies ist typisch für Fabatie, die zu den Schmetterlingsblütern zählt, beziehungsweise Lamiaceae, die zu den Lippenblütern zählt. Wir haben hier nur eine Symmetrieebene, die jetzt in der Grafik ebenso eingezeichnet ist. Und wenn wir uns hier die Formel näher ansehen, also wir haben hier wie gewohnt Kelch- und Kronblätter. Nur in diesem Fall sind sogar die Kelchblätter miteinander verwachsen. Das erkennt man an diesen Stellen hier. Und ganz speziell ist hier auch das Androtium, also die Staubblätter. Denn hier haben wir wieder eine Unterteilung in 9 plus 1. Also in diesem Fall 9 miteinander verwachsene Staubblätter und ein einzelnes. Das einzelne sieht man hier. Und das Gynoecium, dieses Tier, ist in diesem Fall nur einkabellig und natürlich daher nicht mit einem anderen Kabell verwachsen. Es gibt jetzt auch noch eine andere Variante der Symmetrieebene. Das ist praktisch dieses Symbol. Und die Pflanze würde in etwa dann so aussehen. Falls ihr noch Fragen habt zu diesem Video, freue ich mich gerne über eure Kommentare weiter unten. Dankeschön, tschüss!